Und weiter geht's bei Minecraft. Wir waren ja dabei, unseren Keller zu bauen. Und jetzt haben wir ja Steinziegel, jetzt können wir sogar gut weiter daran arbeiten. Und ich habe leider immer noch kein Check Texture Pack, weil ich nicht weiß, welchen MC-Patcher man dafür braucht. Falls ihr wisst, wie der MC-Patcher heißt, dann könnt ihr mir helfen, indem ihr einen Kommentar schreibt. Das wäre ganz nett. So. Okay, jetzt müssen wir die Kiste dann irgendwie wegkriegen. Weil ansonsten können wir unsere Wand nicht fertig bauen. Ja, baue ich sie mal schnell ab. Zack. Es liegen zwar die ganzen Sachen rum, aber es macht nichts. Wir können sie ja einfach wieder neu platzieren. Ich platziere sie einfach mal dort auf die Schnelle. Tun die ganzen Sachen rein. Ah, jetzt hört es meine Maus. Tut mir leid dafür. Moment, ein bisschen sauber machen hier. Okay. So, alles rein. Und, na, die Spitzhacke. Hacke meine ich. Ich glaube, du hast bei einer an der Hacke. Ach ja, ich habe jetzt auch kein. Ich habe jetzt auch das Default in den Standard-Skin wieder, weil ich kein Internet habe. Und deswegen habe ich jetzt den Standard-Skin drauf, jetzt. So, finde ich eigentlich auch besser als diese Indianer-perverse Dings da, ne? Okay. Was haben wir denn da? Das brauchen wir. Wo sind unsere Fackeln? Die sind oben. Mache ich mir einfach mal schnell welche. Nehmen wir mal da die 15 Bretter oder machen gleich 16 drauf, damit wir genau aufkommen. So. Dann hier die Kohle hin. Nein, doch, hier. 1, 2, 3, 4, 5. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Okay. Damit hier nichts spawnt, ne? Ihr wisst ja meine Phobie dagegen. Ich raste aus, wenn da ein Monster spawnt. So. Und was sucht das da? Da raste ich auch aus, wenn ich sowas sehe. So. Da oben noch. So. Ah, okay, jetzt haben wir keine mehr. Aber im Ofen sind noch welche. Genau. Gut, dass ich den letzten Part gesehen habe, sonst wüsste ich das jetzt nicht. Zack, zack, zack. Jetzt müssen wir irgendwie einen Weg finden, die Treppe zu bauen. Ich baue es mal wieder so wie die Erde. Wir können es ja detaillierter noch machen. Zack, zack, zack. So, die Musik ist aus. Moment. Diamant und Pearl und Platin. Das ist dieser Weg da, wo man zu Scheimen hinkommt. Hier muss ich mir was einfallen lassen. Wir können ja dabei die Decke platzieren. Okay, bauen meine ich. Zack, 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 zack. Akzente können wir später auch noch setzen, aber erstmal will ich die Wände so grob haben. Nein! Hier so. Verdammt, ist Nacht, oder? Ich habe da gerade eine Spinne gehört. Ja, es ist Nacht. Nein, das sind hier die Monster in der Nähe. Das kommt davon, wenn man rechtzeitig pennen geht. So, hier. Dann machen wir einfach mal weiter. Lass mal einfach mal die Spinnen Spinnen sein. Ja, genau. Wir reden von dir, Spinne. Du hast es erfasst. So, und was ich mit dem Keller machen will, ich will hier ein Lager rausbauen. Ne, ihr lagert bestimmt bei euch privat doch auch ein paar Sachen im Keller, oder? Die Musik ist Eterna City. Midday. Na, wo ist sie denn? Spinni! Spinni! Wo ist die? Spinne! Da hinten läuft ein Zombie herum, sehe ich. Und sonst, ich mache mal die Plattform weg. Können wir später wieder platzieren. Hallo? Spinne! Wo ist Spider-Man? Spider-Man? Bleib bloß weg von meinen Feldern! Na, egal. So, hier ist noch ein bisschen Neustein. Ist das ein Wort? Neustein? Ich weiß gar nicht.
So. Gut, zack, zack, zack. Ja, diese Spinnen heutzutage müssen immer nur kreischen und kreischen, damit es gruselig erscheint. Eigentlich machen Spinnen doch gar keine Geräusche, oder? Also wenn ich so große... Oh, wir haben Hunger. Moment. Wahrscheinlich, weil ich dauernd jumpe, deswegen... Ja, da kriegt man Hunger, wenn man so viel jumpt. Springt man einmal und dann... Oh, ich hab Hunger! Nehme ich mal die Suppen mit. Das müsste fürs Erste reichen. Die tun wir wieder zu einem Stack machen. So. Ich wette, jetzt sinkt unser Hungerbalken wieder, wenn ich springe. Und was war das denn jetzt schon wieder? Ich habe da immer so verbuggte Playlist-Musik drin. So dass es jetzt gerade geleckt hat. Oh mein Gott. Nein! Hier so. Nein! Ah, oh, scheiß Leck. Leck, hör auf. Ah. Zack, zack, zack. Hoffentlich wird der Sound nicht unsynchron, weil wenn es immer leckt, dann ist es ein Anzeichen für mich, dass es unsynchron wird, der Sound. Das wäre nicht so geil. Hatten wir auch schon einmal in dem LP. Ich hoffe, dass es in dem Part nicht wieder so ist. Ich glaube allerdings, dass es schon der Fall sein wird. Naja, egal. Dann läuft es halt unsynchron. So, dann bin ich immer im Voraus. Ja, jetzt sage ich immer im Voraus, was passieren wird. Wie ein Hellseher. Okay, wir haben keine Steine mehr. Dann ist es Nacht. Was machen wir jetzt? Ja, gut, wir haben auch diese paar Steine, aber damit kann man auch nicht so viel machen. Wir können ja dabei die Kisten dann machen, genau. So, hier. Unten. Zack, zack. Warum leckt es jetzt so? Okay, noch diese Dinge, diese Wand und dann hier noch. Ja, wir können ja die Treppe machen. Das wäre auch eine Option. Ach, die Musik ist schön. Die ist aus. Die hört man auch in meinem allerersten Part meines allerersten Let's Plays. Das ist die Musik aus Wurzelheim in Pokémon Saphir, Smaragd und. Moment. Rubin, genau. So, jetzt ist die Frage, wie bauen wir die Treppe? Wir können sie einfach so nach oben bauen, das wäre auch eine Option, oder wir können sie jetzt so lassen, wie es jetzt ist und dort Treppen hinbauen. Wir müssen es aber so bauen, dass es schon passt. Ne, weil wenn man da uns hier so hin und her geläuft, das ist auch nicht so schlau. Ich glaube, ich baue mir jetzt erst einmal die Truhen, damit wir schon ein bisschen Lagerzeug haben. Oder wir können ja auch diese Wand hier wegreißen. So dass es dann zum Fundament des Hauses passt. Das könnte man auch machen. Ne, ihr wisst schon, dass es hier so passt zum Haus. Dass unser Keller ist. Dann ist zwar unser Keller ein bisschen größer als das Haus, aber was soll's? Ups. Du kannst jetzt nicht schlafen. Es sind Monster in der Nähe. Na und, die kommen hier eh nicht rein. Als ob die mir das antun würden. Sind denn da welche? Wahrscheinlich ist die Spinne auf dem Dach. Rotte von meinem Dach, Spinne! Das ist hier kein Spielplatz. Das ist ein Gebäude. Und Zombie, geh weg von meinen. Und Skelett, geh weg von meinen Pflanzen. Gott. Es wird zum Glück gleich Tag, da können wir wieder Steine farmen gehen. Eine Runde. So. Das damit und bauen die Decke fertig. Hoffentlich reichen die 12. Ne, die reichen nie im Leben. Ja, die Musik ist aus Oblivion. Die erkenne ich sofort. Nicht. Nicht wahr, Zombie? Wie brauchen wir denn noch? 1, 2, 2 mal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir brauchen noch 12 Steine. Und auch hier noch was. Weil wir die Wand jetzt dann abreißen. Ich glaube, das mache ich gleich. Hä? Seit wann treten Zombies Türen ein? Das waren sie doch nur im
an einem anderen Schwierigkeitsgrad, soweit ich weiß, oder? Komisch. Hä? Jetzt ist er weg. Mysteriös. Also soweit ich weiß, tun Zombies doch nur Türen eintreten, wenn das der Schwierigkeitsgrad schwer ist oder wenn das der Kreativmodus ist. So habe ich das zumindest im Wiki gelesen. Aber scheint doch nicht zu stimmen. Kriege ich ja langsam die Angst in meinem Rücken. Wo haben wir das Eisen hin? Hier. Ich will mein Eisenschwert holen. Für den Fall der Fälle. Und den Bogen nehme ich auch noch mit. Plus Pfeile. Und diesen Schwert hier noch. So. Gut, legen wir mal die Steine ab. Und gehen wir ein bisschen Monster jagen. Ich wette, jetzt greift uns die Spinne dann an. So ein Hinterhalt von oben. Wow, Creeper, Creeper! Oh, es sind sogar zwei Spinnen. Nein! Boom! Haben die Creeper einen neuen Explosionssound? Kam mir so neu vor. Egal. Ja. Danke fürs Helfen, Creeper. Hier wäre es ideal gewesen, wenn du hier explodiert wärst. Aber egal. Spinne, du gehst jetzt runter von meinem Haus. Okay, die hole ich jetzt da runter. Habe ich die Pfeile abgelegt? Ich bin so schlau. So, hier. Kommst jetzt runter, Spinne? Ja, genau du. Böse, Spinne. Runter da. Er hat genau gereicht, unser Schwert. Hä? Hallöchen? Beim Grillen besser aufpassen, Zombie. Und tschüss. So, jetzt haben wir ein bisschen Steine farmen. Müssen wir aber zuerst zur Stelle hinlatschen, ne? So. Aber jetzt muss ich aufpassen, jetzt sind hier Creeper. Irgendwo in der Umgebung. Wo haben wir denn unsere Rosenblatt-Dings da gebaut? Hier. Und da landen wir aufs Eis. Globale Erwärmung herrscht hier. Ein Sumpf neben einem Eisbiom. So, die Fackeln sind hier. Die müssen wir folgen. Und da sind wir. Okay. Und wir haben keine Fackeln dabei. Na toll. Nehme ich die einfach mal mit. Was soll's. So, ich will eh nur zwei Snacks mitnehmen. Das müsste schon reichen. Hey! So. Wie viele Snacks haben wir jetzt? Einen halben haben wir jetzt gerade. Das kann ich eigentlich wegmachen. Aber ohne das Schwert zu verwenden. Schade, dass wir keine Schaufel dabei haben, aber wir können es ja so auch machen. Das ist ja kein großes Drama, wenn wir Erde mit der Hand abbauen. Was in Real völlig länger dauern würde. Ja, wobei, vielleicht hat sich Mojang dabei gedacht, man kann der Erde einfach ausgraben, ne? Das geht eigentlich auch ganz flott. Aber Steine kann man in Real doch gar nicht abbauen, oder? Ich meine, wenn man dann tiefer in der Erde ist und dann sich durch die Steinebene graben will. Ne, ihr wisst ja, wenn man sich durch Erde grabt, dann kommen ja auch irgendwann eine große Anzahl an Steinen raus. Da brecht man sich doch die ganzen Nägel von seinen Fingern.
wenn man versucht, die auszugraben. So. Ja gut, ein Stack nehme ich noch mit, das müsste dann reichen. Ach, wie schön. Town aus Oblivion wieder. Town 1 heißt die Musik. So. Jetzt haben wir schon einen halben. Ich glaube, jetzt kann ich die Fackel platzieren. Ich platziere sie hier. Okay, von der Decke kann ich eigentlich auch mal was mitnehmen. Ist ja egal. Und dann treffen wir auf eine Höhle und ein Creeper fällt da hinunter. Ich habe so eine Phobie irgendwie. Ich habe immer Angst, dass jederzeit so ein Monster kommen könnte. Jetzt im Ernst jetzt, ne? Weil ich ja ein Peaceful-Spieler bin, da rechnet man ja nicht mit sowas, aber schaltet man aufs Easy, dann ist es ja ein neues Gefühl für einen, wenn man weiß, dass dann Viecher kommen, die einen ans Leder wollen. Ans Leder, versteht ihr? Wortwitz. Okay, gehen wir mal zurück nach Hause. Wie viel nehmen wir eigentlich auf, eigentlich? Ich glaube, eine Viertelstunde nehmen wir gerade auf, ne? Der letzte Part war ein wenig kurz. Hat ja nur 25 Minuten gedauert. Weil ich nicht auf die Uhr geschaut habe. Und diesmal schaue ich auch nicht wieder auf die Uhr. Sollte ich vielleicht machen, wenn ich anfange, einen Part zu drehen. Und hier ist Clay. Nehmen wir es mal mit. Kann nicht schaden. Also. So, Clay. Ich habe kleine Ahnung. Okay, schlechter Wortwitz. Aber egal. Na komm, rennen wir ein bisschen. Müssen ja unsere Stacks irgendwie loswerden. Scheiß Creeper. So, platzieren wir die Samen einfach mal wieder. Wir haben ja unsere Hacke dabei. Ich glaube, bei mir hackt's wohl. Ach, Jubelstadt, die Musik kenne ich auch sofort. So. Alles rein. Wobei, machen wir es so, das geht schneller. Indem wir einfach das auf die Grille verteilen. So, das tut, kommt nur hier noch rein. Und das dritte kommt unten rein. Hä? Hab ich das platziert oder war das ein Enderman? So, hier und dort. Ach so, haben wir noch Kohle? Nein. Walking ist gesund für die Beine. Und die Musik ist aus. Hä? Komisch, ich glaube, ich mache lauter, sonst höre ich die Musik nicht. Ihr hört es ja, aber wenn ich bei mir lauter mache, also über Media Player, dann ist es zu laut für euch. Deswegen habe ich jetzt meine ein wenig lauter gemacht. Ah, Skyrim-Musik. Auch sehr schön. So. Gut, dann will ich jetzt versuchen, hier diesen Weg ein bisschen zu fahren. Dafür brauchen wir eine Schaufel. Haben wir noch eine Schaufel? Hier ist keine mehr. Ich kann mir ja noch schnell eine neue machen. So. Ach, nee. Ich dachte gerade, die Angel wären Stack. Wären Stick. Stöck. Stöcke. Stöcke. Ja, Stöcke. Ich sag Stöcke. Lol, Stöcke. Haha. Nein, das mach ich da. Hier so. Und dann so. Und dann so. Zack. Okay. Halt, Fackeln brauche ich noch, ne? Wir wollen hier ja nicht alles unverdunkelt lassen. Die sind hier. Dann tun wir es gleich ins Inf rein. Also ins Dings da, ne? In die Fläche, wo Objekte drin sind, die wir verwenden können. Okay. Um hier alles wieder befreien von dem Ganzen. Nein, ich bin so ein schlauer Minecraft-Spieler. Das ist unglaublich. Ich bin der schlauste Minecraft-Spieler der Welt. Nicht. Dann machen wir zuerst die Schaufel leer. So.
Ja, hier lassen wir es mal, was soll's. Zack, zack, zack. So. Hier könnte man eigentlich eine Treppe platzieren. Wobei eine Treppe würde sie würde nicht so gut aussehen. Also ich meine Leiter, sorry. Wir wollen ja eine Leiter platzieren und keine Treppe. Ja, wo ist meine Axt? Verdammte Axt, wo ist meine Axt? Hier ist meine Axt. Auch wenn es nur zwei Holzblöcke sind, egal. Wofür gibt's Äxte? Wofür haben die Menschen Äxte erfunden? Damit man sie nicht verwendet und in Minecraft im Inventar ist. Genau. So, ich möchte die Treppe so bauen. Erstmal müssen wir ein bisschen noch wegkriegen. Hier noch. Fackel kann hier nicht schaden. Okay. Weg mit diesem Erdscheiße da. Ist doch scheiße sowas. So. Und hier noch. Und die Treppe. Die Treppe baue ich aus normalen Cobblestones. Oder? Würde es gut aussehen? Ja, ich glaube schon. Naja, kommt mit drauf an, welches Texture Pack man hat. Ich glaube, in unserem sieht das ganz gut aus. Also mit dem anderen, mit dem Fotorealism, würde es ganz gut aussehen. So, dann machen wir das dann noch weg und ich pausiere mal. So, hier bin ich wieder. Musik rein. So, ja, sieht doch gar nicht schlecht aus, oder? Was meint ihr? Hey, das sieht schlecht aus! Schnauze. So, nehmen wir das hier mit. Haben wir ja vor keine Ahnung wie viele Minuten platziert und jetzt bauen wir es schon wieder weg. Das war das klügste ever. Und schadet die Spitzhacke überhaupt nicht. So, wie spät ist es jetzt eigentlich? Ich brauche echt mal eine Sonnenuhr. Ah, es ist Nacht. Wurde es gerade Nacht geworden. Na gut, perfektes Timing. Guten Morgen! Okay. Bauen wir das hier noch weg. Eigentlich wollte ich in diesem Part das Lagerhaus fertig bauen, aber wir lassen uns ja immer zu viel Zeit irgendwie. Oder ich lasse mir so viel Zeit. Ihr seid ja immer ganz unschuldig dabei. Und schaut ja einfach nur zu. Ihr schaut einfach nur zu, wie ich die Zeit hinfließen lasse. Oder wie ich herauszögere mit dem Bau dieser Treppe. Okay. So, dann ist noch weg. Da baue ich jetzt die Treppe. Wo soll ich es aus Steinziegel bauen? Ich baue es jetzt aus Steinziegel, ist ja egal. Komm, was soll's. Ich habe zwar vor 4 Minuten gesagt, wir bauen sie aus Cobblestones, oder vor 3 Minuten. Könnt ihr zurückspulen, falls ihr es überprüfen wollt. So, diese zwei Stacks müssen reichen, ja, 12. Passt. Ja, aber die würden hier nicht zum Holz passen. Ich glaube, da mache ich dann eine Holztreppe hin. Und mache das jetzt mal so. Nein! 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 Auch nicht so! Na ja, egal, jetzt haben wir sie wenigstens wieder in unserem Inventar. Ich muss mir Zeit lassen mit dem Platzieren von Blöcken. Ich bin immer so schnell. So, wie baue ich es? Ich denke gerade nach, ob ich so platzieren soll oder ob ich so haben möchte. Ich glaube, so sieht besser aus, ne? Ja, sieht klar besser aus. Da kann keiner was bestreiten. So, machen wir das hier noch weg, damit wir hier eine schöne Treppe aus Steinziegel haben. So, hier noch die Schaufel. Das ist hier noch weg. Und die Musik ist Xenerville, oder? Ist das Xenerville? Ja, das ist... Ne, das ist Floßbrunn, ne? Oder Xenerville, ich weiß gar nicht. Egal, Xenerville oder Floßbrunn, eins von den beiden wird es sein. Oh nein, das ist Prachtvolle City. Prachtvolle City ist das doch, ne? Ja, das ist Prachtvolle City, die Stadt mit der Puckelige. Die gar nicht eine Stadt ist. Okay, dann
hier noch ein Dirt, damit ich hier hochkomme. Und ja, das sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Aber ich glaube, hier mache ich die Erde auch noch weg. So. Ich glaube, das mache ich so. Ja, das passt eigentlich. Hier können wir ja noch einen Zwischenraum machen, wenn wir lustig draus sind. Ja, ich glaube, das mache ich sogar. Jetzt ist die Frage, was wollen wir da machen? Daraus. Hier noch. Und dann kommt eine Treppe rauf, das ist ja egal. Oder soll ich das zumachen? Na, dann bauen wir erstmal das Lagerhaus fertig. Wir können ja noch später darüber diskutieren. So, hier noch ein paar Steine. Und ich glaube, der Part ist gerade eine halbe Stunde lang. Kann das sein oder länger? Ach egal, machen wir einen XXL-Part, der unsynchron ist. Ah! Na toll. Keine Spitzhacken mehr. Mache ich mir einfach ein neues, ey. Scheißegal. Warum ist hier kein Crafting? Achso, den habe ich vorhin mitgenommen. Im letzten Part meinte ich, habe ich den mitgenommen. Wobei, das sieht eigentlich scheiße aus, wenn man dann hochkommt. Ich glaube, das mache ich doch zu. Ich glaube, das mache ich zu. Ja, komm, mache ich es einfach mal zu. Ist ja scheißegal. So. Und so. Muss ja jetzt aussehen wie die Küche Gottes oder so. So, da. Drei neue, für drei, für eine neue Spitzhacke. 1, 2, 3. Zack, zack. Und hier, Eisenspitzhacke. Zack, zack, zack. Zack, zack. Nein! Ah! Okay, hier ist wieder dieser Höhlensound. Also hier muss echt eine Höhle in der Nähe sein. So, ich glaube, ich lasse es bis hierhin. Und hier noch, genau. Ja, das sieht scheiße aus, ja. Nein, das sieht gut aus. So, dann hier noch das Loch schließen. Hier noch dieses Loch. So. Also, kann dieser Block hier noch weg? Nein! Dahin. Machen wir das hier noch weg. Und ersetzen es durch Pflaster. Ne, durch diese Pflaster, ja. Sind das Pflastersteine? Ne, Pflastersteine sind in der Cobblestones, ne? Durch diese Steine. Ersetzen wir es jetzt. Dann noch das hier weg. Nein, nicht die Treppe. Nicht die Treppe. Treppe, du bleibst hier. Böse Treppe. Wie spät ist es schon wieder? Ich muss nachschauen. Es ist jetzt, ja, keine Ahnung, Nachmittag, glaube ich. So, wir brauchen neue Steine und wir haben eine neue Cobblestone. Das liegt daran, weil wir das mitgenommen haben, wo wir das platziert haben. Gut, das können wir verwenden gleich. Auch wenn wir nicht mehr so viel brauchen, aber ist ja wurscht, dann haben wir später halt noch welche, falls wir die noch brauchen. Ja, doch, wir brauchen ja noch später welche für unser Haus. Dann machen wir es uns richtig gemütlich hier am Sumpf des Todes. Ist hier was drin? Ja, 6 Stück. Daraus kann man gar nichts machen. Ja, gut. Dann crafte ich jetzt gleich die Truhen. Vier. 1, 2, 3, 4. Ja, die Fackeln, die müssen wir auch noch neu anordnen. Das sieht auch nicht so besonders schön aus. Dum, 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 dum. Graphitport City. Ist, glaube ich, ein bisschen laut, kann sein. Deswegen rede ich jetzt ein bisschen lauter. Weil ich nicht glaube, dass ihr das hört. So, nehmen wir mal alle Bretter mit. Wir können ja jederzeit neu holen. Wir haben hier Bäume in Unmengen gepflanzt. So. Und wie spät? Ja, es ist langsam, es ist Abend, kann man sagen.
Nur keine Geiz vortäuschen, wir nehmen jetzt noch einen Retter und machen uns da Truhen draus. So, 24 müssten reichen. Ich glaube, hier ist mal so, zack, zack, zack. Dann. Ja, ich platziere es jetzt mal so, zack, 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 zack. Die kommt hier weg. Jetzt wird dann gleich was fallen gelassen. Zack. Guck mal einfach mal da rein, ist ja egal. Bla 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 bla. Okay. Den Ofen müssen wir noch mitnehmen. Egal, machen wir es mal so. Dann ist halt hier halt eine Lücke, ist ja egal. Wenn eine Truhe ist, sieht man das. Scheiße. Okay, dann mach ich's anders. Na komm. Ich hab ne Idee, ich mach's so. Ganz leicht, und zwar. Und so. So. Und so. Und so. Ich bin so schlau. Ich bin so dumm. Was hab ich getan? Wieder mitnehmen, wieder mitnehmen, wieder mitnehmen, wieder mitnehmen. Zack, 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 Wackel weg, zack, 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 zack und zack. Hier ist noch frei. Zack und zack. So. Jetzt haben wir hier ein schönes Lagerhäuschen, ein Mini-Lagerhäuschen im Vergleich zu meiner von der Let's Show-Welt. Und ja, dann mache ich jetzt mal Schluss und sage bis zum nächsten Part. Servus!